Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Der Monat April ist schon wieder so gut wie vorbei. Also ja, hat sich einiges angesammelt, was ich aufgebraucht habe. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, genau. Ich mache das wie immer nach Kategorien und ich blende dir oder ich zeige dir zwischenzeitlich, was du in diesem Video gewinnen kannst. Denn in meinen Aufgebraucht-Videos gibt es jetzt immer was zu gewinnen und ich habe das jetzt immer so im Plan, dass ich dir das dann immer so zwischendurch zeige. So, genau. Also wir fangen einfach mal an mit dem ersten Produkt, was du gewinnen kannst. Und zwar ist das von Benefit 24 Hours ein Brow Setter in einer etwas kleineren Größe als normal. Da sind drin 2 Milliliter. In der ersten Kategorie im Gesicht habe ich gar nicht so viel verwendet, weil durch meine Sonnenallergie habe ich auch nur spezielle Produkte verwendet und die dauern ewig, bis ich die aufgebraucht habe. Das sind auch teilweise Apothekenprodukte. Ja, aber ich zeige dir trotzdem mal, was ich im Bereich Gesicht aufgebraucht habe. Das ist ja zum einen erstmal Zahnpasta, denn ich versuche jetzt wirklich dran zu denken, auch mal Zahnpasta aufzubewahren. Da habe ich einmal von Lavera eine Basissensitiv-Zahncreme mit Bio-Echinacea und Propolis. Die hat mir nicht so gut gefallen. Ich finde, die hat einfach auch nicht so gut gereinigt. Die hat auch nicht so ein frisches Gefühl hinterlassen. Denn als ich danach die Pro-Schmelz Zahnschmelz Repair Sensodyne Schlank mich tot Zahnpasta verwendet habe, habe ich mir gedacht, alter Schwede, das ist ja mal ein Gefühl, was ich lange nicht mehr hatte. Also der helle Wahnsinn. Die würde ich auf gar keinen Fall nochmal nachkaufen, weil ich empfand das Ganze auch als nicht rein genug. Ich fand die sogar noch weniger reinigend als die Zahnpasten, die halt bei meiner Armabrush dabei sind. Übrigens, Armabrush habe ich gar nicht aufgebraucht. Das ist noch in Verwendung, weil ich eine ganze Zeit lang auch nur Zahnpasta verwendet habe, weil ich Urlaub hatte. Und dann brauche ich keine Armabrush, weil die brauche ich nur, wenn es schnell gehen muss. Genau. Und ja, also die von ProSchmelz, die Zahnschmelz Repair, die war mir tatsächlich sogar ein Stück weit zu heftig. Also auch die würde ich nicht nochmal nachkaufen. Ja. Beide also nichts für mich. Ein Flop oder 2 Flopse. Dann habe ich aufgebraucht eine Cleaning Emulsion von Go and Home. Das ist Creamy Lemongrass. Creamy Lemongrass, genau. Das war in einer Vegan Beauty Basket, glaube ich, drin. Das ist so eine Naturkosmetikfirma. Und die war ganz in Ordnung. Hat mich jetzt nicht umgehauen. Hat auch nicht jetzt doll gerochen. Nö, also das war einfach, ja, hat seinen Zweck erfüllt und meine Haut gereinigt in dem Sinne. Das habe ich dann ja unter der Dusche verwendet. Hat mich jetzt aber nicht von der Socken gehauen. Deswegen würde ich mir das auch nicht nachkaufen. Von Alpha ist mein Haar hinten noch dran, ne? Clear Skin Daily Face Wash with Tea Tree. Die war heftig, Leute. Die war richtig heftig. Sie hat halt extrem nach Teebaumöl gerochen. Also jeder, der mal Teebaumöl irgendwie so in einem Duftspender oder so drin hatte, weiß, wie das riecht. Die war gut. Die war wirklich gut. Und die hat richtig toll sich angefühlt. Hat so ein bisschen auch geschäumt, hat die Haut schön gereinigt. Aber sie hat nach Teebaumöl gestunken wie Hulle. Das heißt, die würde ich mir auch nicht nachkaufen. Mensch, war auch nicht mein Fall. Nee, da mag ich es dann lieber so ein bisschen freundlicher in meinem Gesicht. Ja, etwas, was auch nicht so gut war, also ich zeige jetzt irgendwie gesichtsmäßig nicht so viel Positives, das ist dieses Royal Apothec Lip Scrub. Das war gut von der, ich habe ja auch so einen Klebezettel dran, ne? Von der Peeling-Wirkung her, aber das wird jetzt aussortiert, also es wird nicht weggeschmissen, sondern aussortiert, gebe ich in der Familie weiter, wer mag. Ich fand einfach den Geruch nicht so gut. Ich habe mir jetzt hier hinten dran geschrieben, stinkt. Also für mich, ne? Also ich mochte den Geruch einfach nicht. Ich weiß nicht, ob einer von euch den vielleicht lieber mag. Also ich kann auch nicht genau beschreiben, wonach das riecht. Nach Kinderschminke oder so? Nee, aber das ist auch ausgelaufen. Nee, das wird jetzt doch weggeschmissen. Ugh. Sieht auch hier oben drin nicht mehr so schön aus. Was denn da passiert? Wahrscheinlich mit irgendwas anderem in Kontakt gekommen. Ist ärgerlich. Also für mich ist es nichts gewesen. Deswegen wird es von meiner Seite aussortiert. Ich packe es euch aber nochmal ganz neu und original verpackt in die Verlosungskiste mit rein. Also vielleicht gefällt es einem von euch dann ja tatsächlich besser. Mir hat es leider nicht gefallen. Sonst wäre das nämlich mein Backup gewesen. So, dann habe ich von Clinique Moisture Surge. Die war gut. So.
Moisture Surge Hydrating Supercharged Konzentrat, genau. Das habe ich auch aufgeschnitten, ne? Das war so ein Konzentrat, das ist nur so ein kleines Prüppchen gewesen mit 7 Millilitern. Sieht man jetzt auch nicht mehr drin, weil ich alles so weit rausgekratzt habe. Das sind so Körner auch drin gewesen. Das war erst am Anfang so, hä? Ist das jetzt ein Peeling oder so? Aber wenn man das dann mehr so in die Haut einmassiert hat, dann haben sich diese Körnchen aufgelöst und haben wirklich schön Feuchtigkeit abgegeben. Ich habe darüber dann noch eine ganz normale Tagespflege verwendet, aber das fand ich sehr, sehr gut. Das hat mir echt gut gefallen und ja, könnte ich mir vorstellen, das nachzukaufen, wenn ich mal irgendwann in diesem Universum keine Gesichtspflege mehr hier habe. Ja. Was ich auch als gut empfunden habe und auch aufgeschnitten habe, ist hier von Biotherm Blue Therapy Red Algae Uplift Creme. Invisible Aging Repair Firming Rosy Cream. Genau, das ist auch so ein kleines Pröbchen gewesen von 5 Millilitern. Das habe ich als Nachtcreme verwendet und das war rosa und war ganz zart auf der Haut. Das ist super schön von der Textur her gewesen und ist so schön eingezogen. Also das ist ganz, ganz tolles Zeug gewesen. Hat mir gut getan, hat mir gut gefallen. Auch das, wenn ich irgendwann mal in diesem Universum nichts mehr da haben sollte, wird es nachgekauft. Ja, dann habe ich noch einiges an Masken aufgebraucht. Also ich habe ja mit euch zusammen so ein Spa-Day gemacht, deswegen konnte ich da so einiges aufbrauchen. Und dann habe ich auch wirklich mal versucht, Augenpatches und sowas aufzubrauchen, auch wenn ich mir sie teilweise schon wieder nachgekauft habe. Da habe ich einmal von Kirines ein Augenkram leer gemacht. Das habe ich aber nur kurz drauf gehabt. Ich glaube so 2-3 Minuten und dann direkt runtergenommen, weil das gebrannt hat wie sonst was. Das hat so weh getan. Das konnte ich nicht mehr haben. Ich habe es mir ja auch drauf geschrieben. Hat gebrannt. Und deswegen kann ich auch leider nichts zur Pflegewirkung sagen, aber das hat mir nicht gefallen, weil es einfach gebrannt hat. Was ich immer wieder toll finde, sind von Biore diese One-Minute-Masken, also diese selbst erwärmenden Masken, sage ich mal. Die habe ich gemacht. Das ist so super, wenn du dich abgeschminkt hast und dein Gesicht so gereinigt hast oder vorgereinigt hast, dann machst du dir die Maske drauf und ja, dann kannst du halt quasi unter die Dusche gehen, ne, und machst es dann unter der Dusche ab. Richtig gut, richtig praktisch, weil es einfach nur eine Minute ist. Und in Zeiten, wo es hier auch teilweise ein bisschen kälter war, war das auch ultra angenehm, die zu verwenden. Und danach ist die Haut auch echt schön geklärt. Kann ich sehr empfehlen, werde ich heute Abend mir auch drauf machen, weil sich hier ein Mr. Fred bei mir mal wieder angesiedelt hat. Etwas, was ich leer gemacht und wieder nachgekauft habe, ist von Balea oder sind von Balea diese Q10 Antifalten Augenpads. Die finde ich super toll. Die verwende ich meistens tatsächlich abends, bevor ich duschen gehe oder nachdem ich duschen war oder am Wochenende morgens. Aber ja, sonst, ne, das ist mir einfach sonst zu blöd, wenn ich die irgendwie 20 Minuten genau drauf haben muss. Das kann ich dann nicht in der Woche verwenden. Aber ja, also ich bilde mir ein, dass es ein schönes Ergebnis macht, dass es Augenringe minimiert und da auch in dem Sinne so ein bisschen das Ganze glättet und schöner macht. Also von daher, tolles Produkt, kann ich wirklich jedem empfehlen. Ja, und kostet auch echt nicht die Welt, ne? Dann auch von Kirines, das habe ich mit euch zusammen verwendet. Diese Nose Strips, das ist ja einmal dieser Nose Strip für die Nase, um dir alles aus der Nase zu reißen, was du drin hast. Und der reißt dir wirklich alles raus. Also, dass meine Nase noch dran geblieben ist, ist ein Wunder. Das hat eine so dermaßen krasse Kraft. Also, au. Es tat wirklich weh. Und danach hast du dann so ein Hydrogel-Patch und das brauchst du danach. Wirklich. Also, das hat wirklich gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so gesund war, aber es hat sich nachher sehr gut angefühlt. Es hat auch irgendwie jetzt nicht sich entzündet oder rot ausgesehen oder so, ne? Also das habt ihr im Video auch gesehen. Ich fand das toll und ich würde mir die auch, wenn ich das nächste Mal bei Flaconi bestelle, wieder nachkaufen, definitiv, weil die echt toll sind. Die haben mir gut gefallen. Die habe ich auch mit euch zusammen gemacht. Das ist die Trend It Up Enriching Hand Mask und da ist ein Haar von Sammy mit bei. Genau, ist jetzt relativ unspektakulär von der Verpackung, hatte ich von der lieben Vanessa im Tauschpaket gehabt. Vielen, vielen Dank. Gutes Zeug. Da kannst du die Finger ja so, die Fingerkuppen ja so abziehen und kannst dann ganz normal irgendwas anderes machen. Ich habe dann in der Zeit einfach meine Masken und so weiter ja mit euch zusammen gemacht. Ich würde tatsächlich das nicht nachkaufen, weil ich doch lieber Handcreme benutze. Weiß ich gar nicht warum. Also ich fand jetzt den Soforteffekt jetzt nicht so ultra, dass ich sagen würde, oh ja, yay. Würde ich tatsächlich nicht nachkaufen. Da benutze ich lieber Handcreme weiterhin.
auch mit euch zusammen verwendet, habe ich ja auch diese Fußmaske. Die fand ich einfach angenehm, ne? Das ist einfach ein schönes Gefühl. Dann hast du für ein, zwei Tage echt schön weiche Füße. Ich benutze abends immer eine Fußcreme. Deswegen brauche ich das eigentlich nicht so unbedingt. Aber wenn man den Füßen an so einem Spa-Day mal was Gutes tun will, kann man die sich auf jeden Fall mal anschauen. Muss ja nicht unbedingt in diesem Preissegment sein. Ich glaube, so ein Ding kostet 5 Euro oder so. Das kann man sich auch ganz normal von Isana, also von Fußwohl oder von Balea oder so holen. Fand ich aber eigentlich eine ganz coole Idee und sie hat gepasst. Nochmal von Biore habe ich hier diese 1 Minuten Wärmemaske gemacht. Ja, bei dieser Maske habe ich mir draufgeschrieben, wie hautverbrannt. Aua! Ja, ich mag das, wenn die Vergangenheits-Claudi der Zukunfts-Claudi Nachrichten schreibt. So, die hat 2 Anwendungen. Das ist von Vandini eine Detox-Gesichtsmaske, Hanföl und Heilerde. Ja. Habe ich mir drauf gemacht, wollte ich meinem Gesicht eigentlich was Gutes tun, aber die hat so weh getan. Wahnsinn. Die zweite Anwendung werde ich auch nicht verwenden, weil das einfach weh tat. Ne? Also ich habe eigentlich ein gutes Gesicht, eine gute Haut im Gesicht, aber nein, leider nein, leider gar nicht und tschüss. Dieses Produkt habe ich nicht verstanden. Das ist von Wonderstripes Age Correct Hand Mask. Infuse Handmaske für schöne Hände und einen strahlenden Glow. So, das Produkt habe ich echt nicht verstanden. Das hatte ich mal in der Box mit drin. Habe ich dann letztens mal auf der Couch ausprobiert. Ne? Also es sind so Viecher, die sind trocken. Die sind trocken wie, also wirklich furztrocken. So, dann nimmt man sich das. So, macht seinen Daumen dadurch, andersrum. So, zieht es dann einmal drum zu und macht den Daumen hier nochmal durch. Dass du dann hier quasi dieses trockene Etwas drauf hast. Das ist einfach so ein Stoff jetzt. Und angeblich ist das jetzt die Handmaske. Aber nein, Leute, es macht gar nichts. Ich habe das wirklich mehrfach verwendet, weil da steht auch drauf, dass man das für mehrere Anwendungen nehmen kann. Nee, hat bei mir wirklich gar nichts bewirkt. Da benutze ich wirklich lieber Handcreme. Und vor allem die Stellen, die bei mir auch richtig trocken sind, und das sind meine Finger und meine Fingerzwischenräume, werden ja dadurch gar nicht abgedeckt. Also von daher, absolutes Flop-Produkt. Und tschüss. So, diese Maske habe ich verwendet und ja, Moment, ich habe mir da auch ein Klebi drauf gemacht. Das ist diese Pinguin-Maske von Face Love. Dazu habe ich euch auch bei Instagram ein Foto hochgeladen und ich habe wirklich interessante Nachrichten dazu gekriegt. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es sehr merkwürdig aussah, kann ich nur bestätigen. Die Schlitze für die Augen waren echt doof. Also ich musste das richtig aufreißen, weil das einfach, es war alles zu eng und zu klein und es hat nicht gepasst. Also das sieht man ja auch auf dem Bild, ne, dass es wirklich sehr, sehr enge Schlitze sind. Das war nicht mein Fall. Ja, in der Mitte ist es sehr, sehr schnell ausgetrocknet, hat die Haut aber letztendlich gut mit Feuchtigkeit versorgt. Also, ne, das ist mein Klebe hier. Mit Hydrolyzed Pearls, also der Geruch war in Ordnung, hat gut Feuchtigkeit gespendet, hat eigentlich ganz gut getan, sah aber echt merkwürdig aus. Da verwende ich dann vielleicht doch lieber eine, die jetzt nicht so creepy aussieht, würde ich mal so sagen. Also ich hatte das Foto auch in der Familie rumgeschickt und alle haben geschrieben, was zur Hölle, Claudia, hast du da schon wieder gemacht? Und dann habe ich so ein Pinguin-Smiley rumgeschickt und dann haben alle auch gesagt, also an Pinguin hätte ich da nicht dabei gedacht. Also, nein. So, eine Maske, die ich richtig toll fand, das ist von Bio Vegan Skin Food, die Bio Grüntee-Tuchmaske für empfindliche Haut. Die hat mir sehr, sehr gut geholfen, als ich so einen Schub von meiner Sonnenallergie hatte. Die hat richtig, richtig toll gepflegt, Feuchtigkeit gegeben. Meine Haut hat es aufgesogen und trotzdem war diese Maske noch gut durchtränkt. Also, richtig geiles Teil, kann ich nur empfehlen. Mega. So, ich packe euch auch noch mit rein. Von Schwarzkopf Got2B Größenwahn ein Ansatzboost-Spray. Das kommt auch mit in die Verlosungskiste. Dann habe ich noch ein bisschen was für die Haare aufgebraucht. Und ein Produkt habe ich aussortiert. Genau, also ich fange an mit Balea Limited Edition Winter Protect, der Haarbalsam. Leute, der war toll. Der war so schön. Habe ich als Haarkur bzw. Haarmaske verwendet. Der riecht einfach so schön nach frisch gewaschener Wäsche. Also ganz, 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 ganz herrlich. Also so leicht pudrig, leicht pudrig blumig, ja. Richtig geil. Und oh, einfach frisch gewaschene Wäsche, hat toll gepflegt, war ein tolles Produkt. Mega. War aus dem Tauschpaket. Ja, dann habe ich dieses Produkt mir selber geholt. Das ist von Herbal Essences Farbschutz Color Safe Ignite My Color Pflegespülung. Ja, ich liebe diesen Duft.
Das muss ich wirklich sagen. Und ich habe das Produkt auch eigentlich nur wegen des Duftes verwendet. Ne? Weil ich ja eigentlich keinen Farbschutz brauche. Ich bin blond und das ist meine Naturhaarfarbe. Da brauche ich eigentlich keinen Farbschutz. Ja, hat aber so geil gerochen. Wonach sollte das? Nach Rosenessenz, ja. Und dann halt dieser typische Herbal Essences Duft dazu, ne? Oh. Ja, herrlich. Also ich liebe es. Ja. Pflege war auch super. Also, ne, hat mir auch gut gefallen und habe ich dann wirklich nur ab Schulter in meine Längen gegeben. Mega gutes Produkt, hat mir echt gut gefallen. Ja, hiervon habe ich nur noch die Verpackung. Hat mir nicht so gut gefallen. Das ist Papanga. Das sind ja die Vorgänger von den Invisibobbles, sage ich mal. Mir persönlich, ganz persönlich, waren die zu hart, also zu unflexibel. Aber das liegt einfach auch an meiner Frisur. Also ich mache mir ja so einen Bommel und da müssen die Viecher halt auch echt flexibel sein und einiges aushalten. Ja, aber für mich ist es nichts. Ich packe euch aber, weil ich die halt in den Boxen drin hatte, 2 Stück mit in diese Verlosungsbox mit rein. Vielleicht sind die mehr was für euch, einmal in Pink und einmal in Weiß, ne? Also meins ist es leider nicht gewesen, aber vielleicht ist es für einen von euch was. So. Was ich toll fand, war diese Haarkur von L'Oreal, die L'Oreal Elvital Dream Length Steam Mask. Auch die hatte ich in einem Tauschpaket. Holla die Waldfee, fand ich die toll. Das habe ich ja auch in einem Video mitgezeigt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in welchem das war. Auf jeden Fall hatte ich die da auch verwendet. Und war das meine Abendroutine sogar? Auf jeden Fall... War das schon ziemlich witzig, weil du hast sie drauf und denkst dir so, und was mache ich jetzt? Mir haben ein paar liebe Leute geschrieben, dass sie sich teilweise dann vorm Duschen die Maske drauf machen. Ich persönlich denke aber, dass ich mir die dann doch rauswasche. Also von daher, naja, habe ich die halt während des Duschens verwendet und habe dann so ein bisschen Selfies gemacht und Blödsinn und ja. Ne, was man so halt macht, wenn man irgendwie Zeit hat. Ich weiß gar nicht, 10 Minuten, 15 Minuten musste man da rumchillen. 10 Minuten, genau. Ja, war witzig. Dann habe ich leer gemacht von Hair Doctor 2 Phasen Thermo Conditioner. Den hatte ich mal in einem Trash-Paket. Ich glaube, von der lieben Laura war das Trash-Päckchen, oder? Ich weiß das gar nicht. Oder nee, Bianca, du hast mir das, glaube ich, geschickt. Auf jeden Fall ist das eine Leave-In-Geschichte. Die habe ich drauf, also die ist Sofortpflege mit Hitzeschutz. Habe ich mir nach dem Duschen in das feuchte Haar gegeben. Hat nicht gut gerochen, also ziemlich chemisch halt, aber hat so schön gepflegt. Wahnsinn. Tolles Produkt. Wirklich tolles Produkt. Relativ teuer, aber richtig, richtig gute Pflege für die Haare. Echt. Ein Produkt, was ich so okay fand, ist von Isana Shampoo Oil Care. Ja. Mit Arganöl und Pflaumenkernöl, gesund glänzendes Haar, gezielte Strukturverbesserung ohne Silikone. Ja, war ganz okay, hat seinen Job erledigt, ne? Hat jetzt aber nichts Überwältigendes gemacht, dass ich sagen würde, oh mein Gott, das muss ich sofort nachkaufen. Ja, war okay. Hat meine Haare mit Feuchtigkeit versorgt, hat meine Haare sauber gemacht, aber mehr halt auch nicht. Schauma Honigcreme Aufbaushampoo. Habe ich eine Woche lang verwendet. Oder sagen wir mal, ich habe es versucht zu verwenden. Es stand eine Woche in der Dusche und ich habe es immer mal wieder benutzt. Und das stinkt. Ich dachte erst so, geil, Honig, nom. Nein. Es hat so ein, also es riecht nach Honig, aber es hat dann so einen ganz merkwürdigen Unterton. Ich kann das gar nicht so zuordnen. Das ist ganz furchtbar. Es ist so chemisch. Das mag ich dann unter der Dusche gar nicht. Ich möchte es unter der Dusche einfach so Geruchsexplosion, positive Düfte, schönes Erlebnis, mein Spa-Moment am Tag. Da möchte ich sowas nicht haben. Deswegen wird es weiter wandern. Das wird weitergegeben an wen auch immer, der das haben will. Es kommt in meine Aussortierkiste. Ne? Bleibt aber nicht bei mir. ja, dann packe ich euch auch mit in euer Päckchen, in das Gewinnerpäckchen, diesen Fischpinsel, den ich letztens in meinem Pinselset mit drin hatte. So, jetzt kommen wir zu Haushalt. Und da habe ich doch ein bisschen was hier. So, kurz mal sortieren hier. Als erstes habe ich eine Kosmetiktücherbox leer gemacht von Ebelin. Die finde ich immer ganz hübsch, ne? Das Design war jetzt so okay, jetzt nichts umwerfendes, überwältigend krasses oder so. Ist auf jeden Fall leer. Cool fand ich auf jeden Fall von Denkmit die feuchten Allzwecktücher. Das war mit
warte mal, die waren geil, mit Kumquat und Pomelo. Es war so eine limitierte Duftedition, genau, hat mir richtig gut gefallen. Also den Duft mochte ich irre gerne und das habe ich auch sehr gerne benutzt, um draußen so die Gartenmöbel sauber zu machen. Die haben wir halt aus Holz und da setzt sich halt unfassbar schnell so Pollen und sowas drauf. Oder wenn wir unseren Grill sauber gemacht haben oder so, du hast ja überall hier die Pollen bei uns. Das ist Natur, wir haben hier überall Wälder. Und ja, deswegen fand ich gut, werde ich von Denkmit lieber nachkaufen als von Domol tatsächlich, weil ich die auch irgendwie vom Geruch irgendwie ansprechender finde. Dann habe ich ein ganz normales, pure Frische auch leer gemacht. Auch das war super. Man merkt, es war halt so Ostern. Wir haben ein paar Mal öfter draußen sauber gemacht und hier alles. Ja, und auch das Klo muss natürlich damit sauber gemacht werden. Da benutze ich lieber solche Tücher als halt diese, die du nachher... Ich finde das einfach... Du weißt dann nicht, welches Tuch und dann kommt es in die Wäsche. Und Wäsche macht sauber, ja, aber irgendwie habe ich da so ein I-Gefühl. Naja, dann habe ich hier so... von Sanft und Sicher diese feuchten Popotücher leer gemacht. Die sind so schnell trocken gewesen. Nee, das werde ich nicht nochmal nachkaufen. Nö, da habe ich bessere. Und zwar die von Tempo. Die sind hier. Die sind zwar ein bisschen teurer, aber die trocknen dir nicht so schnell aus. Und das liegt auch an diesem Verschluss hier. Ne? Das ist halt so eine richtig schöne Klappe. Und ja, die fand ich auch einfach dicker. Die fand ich besser. Die fand ich feuchter. Die fand ich einfach sanfter und angenehmer. Ne? So, ja, auch Klopapier haben wir leer gemacht, ich weiß nicht, ne, von Sanft und Sicher, einfach so ein Paket. Sammy hat für seine Ohren und für was auch immer, ne, was leer gemacht. Und zwar ist es von Isana Kids, die Reinigungstücher für Gesicht und Hände, die hole ich ganz gerne eben, wenn ich Sammy sauber machen möchte, wenn ich in seinen Ohren halt sauber mache oder irgendwas an ihm sauber mache. Die Söckchen wollte ich euch mal zeigen. Von Nur Die ist das, die Ballerina Füßlis. Ich bin ja noch auf der Suche nach dem perfekten Füßlis. Ich habe mal welche gekauft und ich glaube, es war bei Action, aber ich habe sie letztens auch nicht mehr gefunden. Naja, die sind ganz okay, wenn man jetzt so Ballerinas oder halt ja, Sneaker oder sowas trägt, kann man die ganz gut anziehen. Bei mir rutschen die einfach so schnell. Also wenn du vielleicht die perfekten Sneaker-Söckchen kennst oder die perfekten Ballerina-Söckchen, dann schreib mir das mal unten in die Kommentare, weil ich suche noch nach welchen, die halt nicht rutschen. Gut, die waren halt auch von 39 bis 41 und ich habe Schuhgröße 41. Vielleicht waren die dann einfach zu klein. Aber schreib mal deine Erfahrung unten rein. Deswegen habe ich das nämlich jetzt mit reingenommen, um deine Erfahrung zu hören. Ich suche echt händeringend, Leute. Slip-Einlagen habe ich leer gemacht. Ja, Always Dailies, Gigapack, Fresh Scent. Die sind mir eigentlich zu dünn, ne? Aber da habe ich mal im Angebot ganz viele von gekauft. Ich hole mir immer die Flexiform, damit ich eben flexibel auch meine Unterwäsche tragen kann und mich nicht nach meinen Slip-Einlagen richten muss, was für Unterwäsche ich trage. Ich benutze unfassbar viele Slip-Einlagen, weil ich sie einfach brauche. Das ist nun mal so. Ja, kann ich aber nicht so empfehlen, weil sie halt so dünn sind. So, Smart Sleep haben mein Freund und ich verwendet. Das hatte ich ja in einem Video schon erwähnt, dass wir das machen wollten. So, das sind zwei solche Viecher. Ich habe eins davon auch hier noch drin. Nee, sogar beide. Aber gut. Ja, so sieht das aus. Du hast hier oben drin zwei Kautabletten und hier unten ist dann eine Flüssigkeit drin. Dann nimmst du die Kautabletten, zerkaust die, die schmecken einfach nach Zitrone und trinkst dir dann dieses Smart Sleep. Und dann sollst du angeblich am nächsten Tag besser sein, besser drauf sein, besser ausgeschlafen sein. So, erholter sein. Und erholteren Schlaf haben. Keine Ahnung. Haben wir zur Osterzeit verwendet, ne, wo wir echt Stress hatten. Wir sind am nächsten Morgen aufgewacht und dachten, wir hätten die Nacht vorher durchgesoffen, obwohl wir beide keinen Alkohol trinken. Kann ich absolut null empfehlen. Gar keine Wirkung. Wahrscheinlich eher das Gegenteil bei uns. Also von daher werde ich garantiert nicht mehr bei uns einziehen lassen. So. Auch für die Toilette haben wir etwas näher gemacht, wo wir schon mal bei Produkten für den Arsch sind. Von WC-Ente haben wir ein frisches Siegel leer gemacht. Das ist so ein Ding, was du einfach in die Toilette so rein, ne, so an die Seite, das sieht man hier ja auch so schön. Ja, finde ich ganz okay, aber es reinigt mir nicht genug und es gibt mir auch nicht genug frische Duft. Da wir ein spülrandloses Klo haben, jedenfalls eins von unseren beiden, brauchen wir sowas dann in den Sachen, in den, wie auch immer. Sowas hält bei uns ewig. Ja,
Riecht mir aber auch nicht frisch genug. Also ich, ne, es ist halt ein Produkt, wir haben keine andere Alternative. Wenn du vielleicht eine Alternative hast für spülrandlose Klos, wo du halt nicht so ein Ding reinklippen kannst, schreib das gerne mal unten in die Kommentare, aber ich habe noch kein Alternativprodukt gefunden. Übrigens packe ich noch ins Gewinnerpaket von Bilou den pflegenden Handschaum Daisy Hands. So, weiter geht's im Text. Ja, auch fürs Klo 00 WC Aktivgel 4-in-1. Das ist Cool Arctic mit diesem Prömpel hier oben dran. Finde ich super, super gut. Es reinigt. Es riecht einfach so geil frisch und so, ne? Wir haben es jetzt in Grün da und ja, das Blaue gefällt mir echt am besten. Total mein Nachkaufprodukt. Dann habe ich eine Seife leer gemacht. Das ist von Yope. Auch aus einer Barbara oder Brigitte Box, glaube ich. Vanille-Zimt-Duft, also den Zimt hast du jetzt echt nicht gerochen. Natürliche Flüssigseife, 98% natürliche und in geringem Maße verarbeitete Inhaltsstoffe. Die war ganz in Ordnung. Ja, hat mich jetzt aber nicht umgehauen, ne? Ich glaube, die ist auch relativ teuer. Also da kannst du dir genauso gut eine andere Flüssigseife holen. Der Spender war auch ganz in Ordnung. Ist halt mit der Zeit irgendwann ein bisschen verschmiert. Ich mache die dann immer mal wieder sauber. Ja, war aber so weit, so gut. Hat meine Hände halt sauber gemacht und einen überhaupt nicht lang anhaltenden Duft auf den Händen hinterlassen. Dann haben wir noch einen Weichspüler leer gemacht, den ich so geil finde. Vernell Supreme Weichspüler. Das ist, glaube ich, die letzte, die wir davon haben. Glamour, edle französische Parfums mit Millionen von Pflegeelementen. Leute, das riecht einfach so geil. Oh, es riecht richtig schön. Schwerer, orientalischer Duft. Nom. Und der bleibt lange auf der Wäsche. Richtig geil. Das finde ich super. Aber ich habe jetzt ja noch ein paar andere Beispiele nachgekauft, also von daher, egal. Dann habe ich auch noch hier was in der Waschmaschine benutzt, und zwar Perwoll, Wolle und Feines, faserpflegendes Faserpflege Advanced Kaschmir Weicheffekt, wirkt gegen Knötchen, erhält die Form. Ja, also ne, war auf jeden Fall so, dass unsere Wäsche danach nicht gefusselt hat. Das haben wir als ganz normales Waschmittel verwendet, weil wir halt jetzt nicht nach Wolle und Feines und hasse nicht gesehen sortieren, sondern nach Farben. Ja, und das ist halt der typische Perwollgeruch, den man einfach so von Oma kennt, würde ich mal so sagen. Ja, hat gut gerochen, hat gemacht, dass die Wäsche gut riecht. Aber etwas, was gemacht hat, dass die Wäsche richtig gut riecht, kabam, ist von Lenore Unstoppables Wäscheparfüm, die Geruchsrichtung Bliss. Die habe ich in der Postenbörse bei uns auch mal relativ günstig bekommen für 2,99 €. Und, riecht so geil blumig. Ja. Das mag ich richtig gerne. Das sind halt diese Perlen, die da drin sind. Und die machst du mit in die Wäsche. Und dann ist der Wäscheduft mit drin. Und dann ist alles super. Echt. Ich merke, dass ich schon wieder viel zu lange hier drehe. Aber das Leben ist hart und ungerecht, ne? Ich packe euch noch mit ins Päckchen von OPI Nail Lacquer. Und das ist die Farbe Another Romantic Evening. Der ist richtig schön altrosa. So. Weiter geht's mit dem Körper. Ich habe ein bisschen rumgeschwänzt oder eben nicht. Ich habe es verhindern lassen von Dusch das Traumland, sinnlicher Duft. Antitranspirant 48 Stunden. Nein, sowas wirkt nicht 48 Stunden, liebe Leute. Ich hoffe, dass keiner von euch das denkt. Hat gut gerochen, hatte ich auf der Arbeit stehen, haben meine Kollegin auch sehr gerne mitverwendet. Ich habe es immer wieder bei uns im Treppenhaus gerochen. Und ja, doch. Das war gut. Das hat auch echt gut geschützt. Also das würde ich auch wieder nachkaufen. Dann von Dove Limited Edition gibt es dann wohl nicht mehr. Winter Care mit ein Viertel Pflegecreme, 48 Stunden, Jasmin und Puderduft, 0% Alkohol, Antitranspirant. So, alles vorgelesen, was geht. Das hat mir sehr, sehr gut vom Duft her gefallen. Hat so lala gepflegt. Meine Kerze eskaliert mal wieder. Wir ignorieren die Kerze. Hatte ich zu Hause. Ja, hat jetzt nicht den übelsten Schweißausbruch abgewehrt, aber es hat halt jetzt so im Großen und Ganzen seinen Job erledigt. War auch gut, ist halt eine Limited Edition, die man so nicht mehr nachkaufen kann. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich eigentlich liebe wie sonst was. Aber irgendwie hat sich diese Liebe in Wohlgefallen aufgelöst. Kneipp verwöhntes Cremeöl-Peeling. So, hatte ich mir, weil ich die kleinen Dinger ja so geil fand, jetzt in groß auch nochmal gekauft. Und es war verdammt nochmal nicht günstig. So, und das habe ich auch verwendet. Es riecht gut, ne, es hat gut gepflegt, ein bisschen ist noch drin, weil ich dann auch irgendwann gesagt habe, ne, na minimal, also komm, das reicht nicht mal mehr für einen Arm, ne. Auf jeden Fall
hat das anfangs alles toll gemacht und irgendwann hat das meinen Körper in einen weißen Schleier gehüllt. Und diesen Cremeschleier runterzukriegen, ich weiß nicht, ob das, je tiefer du gehst, desto eher kriegst du diese Cremegeschichte auf deiner Haut, ne? Es war echt blöd. Das hat mich geärgert, weil ich mich danach dann quasi nochmal abduschen musste. Und ich wollte ja eigentlich dieses Öl, Cremeöl-Krams auf meinem Körper lassen, um mich nachher nicht nochmal eincremen zu müssen. Hat dieses Produkt nicht gemacht. Mann, ich weiß nicht, war das ein Montagsprodukt oder so, aber das, ich sag mal, die obere Hälfte war super, toll, klasse, wie ich das Produkt kenne. Aber dann irgendwann hat mich das echt enttäuscht. Also das würde ich definitiv leider nicht nochmal nachkaufen. Mensch, finde ich doof, wenn mich sowas enttäuscht. So, etwas, was ich ganz gut fand und dementsprechend dann noch aufgeschnitten habe, ist von Douglas eine Bodylotion. Die hatte ich in einem Tauschpaket mit drin. Also so sieht die normalerweise aus. Das ist die Classy Winter Bodylotion und ich denke, dass es eher so eine Probiergröße war. Denn ich fand die Verpackung sehr hart. Also das Produkt da rauszukriegen war ganz schwer. Deswegen habe ich die auch mega früh schon aufgeschnitten, ne? Weil das einfach nicht anders sonst rauszukriegen war. Und ließ sich dann halt oben nicht mehr rausdrücken durch den Spender. Ja, die habe ich aber gerne verwendet. Die war schön, die ist schnell eingezogen, hat mir gut gefallen, auch vom Duft her. Ne? Das war so rosig irgendwie. Ja, das war ganz toll. Etwas, was mir leider nicht so gut gefallen hat, nehmen wir das erst. Das ist von Ebelin der Cognac Körperpflegeschwamm in Sensitiv. Habe ich unter der Dusche verwendet. Ist mir sehr schnell eingerissen. Ich fand ihn irgendwie auch nicht so angenehm zu meiner Haut. Ich mochte den nicht so gerne. Deswegen wird der jetzt auch leider gehen. Also, ne, müsste jetzt sowieso aussortiert werden, denn sobald du einen Riss da drin hast oder das Produkt irgendwie halt, ne, kaputt geht, musst du es aussortieren. Das ist dann so. Ja, aber sonst, ob ich das jetzt mit den Händen, mit einem Puffelschwamm oder mit sowas mache und so ein Puffelschwamm, also so Duschschwämme, die kann ich in eine Waschmaschine schmeißen, sowas nicht. Naja, ist halt ein Naturprodukt, aber auch das hat eine Verpackung, ne? Und wenn ich so einen Puffelschwamm kaufe, hat das keine Verpackung. Dann kannst du einen Puffel so kaufen. Egal, ich laber. Auf jeden Fall kein Nachkaufprodukt für mich. Auch da hat mich mal wieder ein Cognac-Schwamm enttäuscht. So, das Produkt fand ich richtig toll. Ich entferne mein Haar. I Love Strawberry Cream. Das ist eine Duschcreme gewesen. Die fand ich so toll. Ich habe den Duft geliebt, ne? So, jetzt habe ich den Akku mal eben schnell gewechselt und meine Kerze da hinten reingepackt und habe dementsprechend von Profissimo diese Kerze aufgebraucht. Wenn ihr die habt, wenn ihr die kauft, friert die ein, dann knistern die nicht mehr so. Nur so ein Tipp. Und die halten auch viel länger, das ist richtig gut. Naja, auf jeden Fall. Ich war dabei, über dieses Produkt zu schwärmen. Auf jeden Fall, richtig tolles Produkt. Hatte ich in einem Tauschpaket. Mega, mega geil. Hat mir so gut gefallen. Ja, solche Düfte liebe ich. Sowas will ich unter der Dusche haben. Deswegen, geiles Produkt. Ja. So. Was habe ich denn noch aktuell unter der Dusche? Und zwar diesen Rasierer von Gillette Venus. Ich werde euch nicht den Rasierer an sich zeigen, weil der dann ja benutzt ist. Ja, das ist ein 5-Klingen-Rasierer, der auch in der Box mit drin war. Extra smooth und sensitiv. Ja, wie finde ich den? Also ich fand den besser als erwartet. Also ich hätte eigentlich gedacht, Fail. Ist es aber nicht. Du hast auf diesen Klingen dieses Gelzeugs drauf, was ich persönlich gar nicht mag. Aber das ist bei diesen Venus wohl immer irgendwie drauf. Das finde ich ein bisschen nervig. Aber gut, es ist halt mit dabei. Und ja, ansonsten liegt der leicht in der Hand und so. Und er rasiert auch gut und er macht seinen Job gut. Ja, ich werde aber, wenn der nicht mehr so rasiert, wie er tut, also wenn er halt stumpf ist, dann werde ich den halt wegschmeißen und halt wieder ganz normal meinen Männerrasierer verwenden, den mit Vibrations. Der ist einfach viel, viel angenehmer und ja, weiß ich nicht, besser. Ich mag einfach die Männerrasierer lieber, die sind irgendwie gründlicher, ne? Egal. Etwas, was ich jetzt leer gemacht habe und mich sehr darüber gefreut habe, ist von The Body Shop, diese Body Butter. Ich liebe den Duft. Das muss ich sagen. Ich mag auch, wie die Haut nachher gepflegt ist. Ich mag aber nicht, dass dieses Produkt überhaupt nicht einziehen will. Und ich mag nicht diese ultra feste Konsistenz. Also, ja, Duft ist geil, ne? Habe ich auch wirklich aufgebraucht. Ich habe alles gegeben, aber ich habe es mit Mühe aufgebraucht. Und als meine Nägel dann halt auch ein bisschen länger waren, es klebten nur unter den Nägeln und es war einfach
unangenehm, das Produkt zu benutzen, weil du dann halt ja immer mit dem Finger da rein musst, um da überhaupt Produkt rauszukriegen. Oder halt so mit dem Fingernagel bin ich immer so drüber geschabt und hatte das auf dem Fingernagel, aber das war dann irgendwie zu wenig und das war irgendwie echt anstrengend. Ich habe das lieber, dass ich entweder einen Pott habe, wo ich mit den Fingern so rein kann und mich dann eincremen kann, oder dass ich, also dass es halt etwas flüssiger ist, etwas cremiger von der Textur, oder dass ich etwas habe, was ich aus der Pumpflasche raushole oder aus einer Quetschflasche. Ist irgendwie schöner, ne? Aber das war halt nicht meins, nie. Sowas werde ich auch nicht nochmal nachholen. Und ich weiß jetzt für mich, Body Butters sind nicht mein Fall. So. Dann musste ich jetzt noch zwei Produkte aussortieren, weil sie, ich weiß gar nicht, wie lange offen sind. Von Sundance zwei Sonnenschutzcremes. Und ja, die dürfen, oder ja, normalerweise sagt man ja irgendwie ein halbes Jahr dürfen die nur offen sein. Die haben doch eine Haltbarkeit, da ist auch nicht mehr so viel drin, ne? Aber ich habe die jetzt aussortiert, weil ich mir da einfach nicht sicher bin, ob die nicht vielleicht gekippt sind, weil sie auch beide irgendwie ein bisschen säuerlicher riechen, als sie das wahrscheinlich sollten. Deswegen, für diesen Sommer habe ich mich ja auch wieder neu eingedeckt und die sind jetzt weg. So, der Körper... Nein, ich habe hier noch was. Oh, nicht vergessen, Claudi. Eine Handcreme. Ja, ich habe endlich meine Handcreme leer gemacht. Yay. Die hatte ich am Bett stehen. Von Kneipp. Intensiv Handcreme pflegt, schützt, hilft mit Magnolie und Shea Butter für strapazierte und trockene Hände. Ja, die war ganz gut. Ja, vom Geruch her hat die mir richtig gut gefallen. War richtig schön blumig. Diese Magnolie, das beruhigt einfach. Das kann ich gerne so vom Schlafengehen nehmen. Das hat mir echt gut gefallen. Und hat auch schön gepflegt. Also, das Produkt hat mir sehr gut gefallen. Ist aber eher was für abends, wenn du ins Bett gehst und nichts mehr anpacken willst, weil es jetzt nicht so ultra schnell einzieht. So, mit in das Gewinnerpaket packe ich dann auch noch etwas Großes. Und zwar von Kativa, Glätten ohne Glätteisen. Dieses Produkt, womit ich mit meinen glatten Haaren nichts anfangen kann. Das ist auch mit drin. Wir sind jetzt beim Bereich dekorative Kosmetik und Co. Da habe ich ein bisschen was aufgebraucht, aber nicht allzu viel, sage ich mal. Ne? So, als erstes habe ich erstmal so einen Make-up-Entferner von L'Oreal leer gemacht. Das ist so ein Zwei-Phasen-Ding, den hatte ich schon mal. Der hat mir richtig gut gefallen. Der hat alles runtergeholt. Der hat auch wasserfestes Make-up super runtergeholt. Das mache ich ja mit meinen Norville Abschmink-Pads. Das ist echt super. Das kann ich wirklich empfehlen. Gutes Produkt. Du hast danach nicht so einen Ölfilm oder so. Hat mir gut gefallen. Wirklich. Dann habe ich jetzt aussortiert von P2. Ja, Asbach, das Ding. Ne? Das ist so ein Anspitzer. Der ist wirklich uppe. Der geht mir auch ständig auf. Und dann hatte ich das ganze Krams überall in meinem Schminkschrank. Und das hat mir nicht gefallen. Aber ich habe jetzt ja einen neuen von For Your Beauty. Also ja, der hat jetzt seinen Dienst erledigt und kommt weg. Auch das hatte ich in einer Beautybox mit drin von Bodyography Pro Make-up Brush Cleanser. Das war, ich glaube, in der Glossybox Beauty School oder so mit drin. Das ist so ein Sprühzeug, das sprühst du einfach auf deine verdreckten Pinsel. Und gestern habe ich Pinsel gereinigt, deswegen ist es gestern näher gegangen. Und kannst damit dann das Produkt, also den Pinsel, reinigen. Und also sprühst es drauf und dann über ein Tuch einfach, beziehungsweise ich habe es über Putztücher gemacht, weil ich die nachher in die Wäsche schmeißen konnte. War gut, echt. Also das erspart dann wirklich sehr, sehr oft dir das Pinselwaschen. Ja, bei Foundation-Pinseln kannst du es nicht nehmen, ne? Also das, da ist es dann nicht gut genug. Die musst du dann wirklich noch mit der Hand waschen. Ja, aber im Großen und Ganzen hat es mir gut gefallen. Würde ich mir vielleicht selber nachmischen. Weil ich kann mir vorstellen, dass du dir das auch ganz normal mit Wasser und irgendeinem Kindershampoo oder hier dieses Ölgedöns, ne, Bodyöl, wie heißt es denn, was man von Balea kaufen kann, dieses Duschgel mit Öl drin, keine Ahnung. Und das dann halt in so einer Pumpe zusammen, also weil der Sprüher war auch echt toll, ne. Also das kann ich nur empfehlen. Ich habe noch genug andere Produkte, die ich zum Pinselreinigen nehmen möchte, also kommt das hier jetzt weg. Also ist ja auch leer. Ja. Was habe ich denn hier? Eine Foundation von L'Oreal Perfect Match Hautton anpassendes Make-up. Das ist in der Farbe Vanille 2N. Hat mir wirklich gut gefallen. Zum Ende hin wurde es dann doch etwas schwieriger in der Anwendung und hat sich dann irgendwie mehr auf die Haut gelegt, als dass es sich mit der Haut verbunden hat. Ich glaube einfach, dass das Produkt dann irgendwann echt alt war, aber jetzt ist es leer. Hat aber seinen Dienst getan und war toll, hat mir gut gefallen. Würde ich mir tatsächlich auch nochmal nachkaufen. Ich habe aber einiges an Foundations noch da. Und das hier kommt jetzt nicht in den Plastikmüll, sondern, oder doch? Hä, guck mal. Ich glaube, das darf wohl in den Plastikmüll, ne? Das ist Zeichen, der grüne Punkt ist da drauf. Hallo.
Ja, fixieren kann ja jeder, ne? Warum muss die Kamera das doch können? Ja, du, dann kommt das jetzt in Plastikmüll. Aber das ist doch Glas. Ne, das kommt in Glasmüll. Nee, so was machen wir hier nicht. Dann einen Eyeliner, den ich echt toll finde, von LR Health and Beauty, genau. Das ist der Deluxe Eyeliner. Na, fokussiere das Produkt und nicht mich, Kamera. Hier ist das Produkt. Die Kamera und ich sind manchmal nicht die besten Freunde. Naja, auf jeden Fall ist das hier das Produkt. Und ja, der kam halt hier mit so einer Filzspitze und hat ja schon ein Weilchen gehalten. Ne? Also ich habe den ja parallel mit anderen Produkten verwendet. Ich würde mal sagen, wenn du dir den so geholt hättest und das nur ausschließlich verwendet hättest, hätte der garantiert so einen Monat gehalten, wenn nicht sogar länger. So, einiges an Lippenpflegestiften habe ich tatsächlich aufgebraucht, weil ich irgendwann mal gleichzeitig mir auf Arbeit einen hingestellt habe, ans Bett und in meinen Schminkschrank quasi. Und die sind alle gleichzeitig jetzt diesen Monat, ja, im Laufe des Monats leer gegangen. Was ich halt nicht mag, ist, sobald ich mit der Lippe halt, hier ist ja immer dieser Plastikrand noch drum zu, deswegen sieht das auch immer noch so aus, als wäre da noch Produkt drin, ne? Wenn ich mit der Lippe an dieses Plastikkram komme, da kriege ich Gänsehaut. Das kann ich nicht haben. Deswegen werden die dann bei mir aussortiert. Also nicht dieses Weiße, sondern das Durchsichtige, ne? Da, wo der Lippendings drin ist. Hä, da ist noch was drin. Ne, oh, da komme ich dran. Das mag ich nicht. Da komme ich schon an das Plastik. Boah, das kann ich nicht haben. Genau, also da habe ich leer gemacht. Von Balea Vanilla Chai und Kürbis. Der war okay, hat mich jetzt aber echt nicht vom Hocker gehauen. Hat nicht so doll gefliegt, wie ich eigentlich wollte. Genauso wie der Balea, der war im Adventskalender mit drin. In Lippenpflege Lovely Moments, der ist total niedlich mit diesem Mützchen, ne? Aber auch der hat so gut wie gar nicht gepflegt, aber naja, ne? War halt witzig und sah süß aus. Einer, der mich aber mega begeistert hat, ist der bei mir am Bett stand. Baby Repair Balm, das ist mit Honig, glaube ich, gewesen. Und der hat richtig toll die Lippen gepflegt. Also den finde ich richtig, richtig klasse. Hätte ich nicht so viele Lippenstiftviecher. Hier würde ich mir den nachkaufen. So, einen Nagellack habe ich aussortiert von Essie. In der Farbe Vernice Malto oder sowas. Weiß ich nicht. Das ist der hier. Upsala. Ist eine schöne Farbe, aber. Hat nicht mal eine Woche gehalten. Ich mache mir den ja auf Fußnägel. Und da sollten die dann ja schon so eine Woche halten. Gerade einer von Essie, der jetzt echt nicht günstig ist, ne? Aber hat er nicht. Also die Farbe fand ich mega geil. Aber der hat nicht gehalten. Nö, der wird jetzt weitergegeben an Familie und Freunde. Dann ein Produkt, was ich richtig toll finde und was ich jetzt nicht in Müll schmeiße, sondern was in meine Favoritenkiste kommt, weil ich wollte euch auch mal meine Favoriten so ein bisschen abdrehen, ist hier von Catrice Glam & Doll die Boost Lash Growth Volume Mascara. Die habe ich täglich und noch mehr verwendet. Also das ist so ein geiles Teil. Hat ein Gummibürstchen. Ich weiß nicht, ob das die Wimpern wirklich verlängert, Leute. Ich weiß es nicht. Ich benutze ja 1000 Produkte, die irgendwie Wimpern verlängert sind und meine Wimpern werden verlängert. Ob das jetzt an diesem speziellen Produkt liegt, keine Ahnung. Ich bilde mir ein Ja, weil ich den auch wirklich täglich verwendet habe. Und wenn auch nur als Base, ne? Weil später war ja fast nichts mehr drin. Dann habe ich die als Base verwendet und dann eine andere Mascara halt drüber gemacht. Ich fand die so klasse, wirklich. Also, oh, tolles Produkt. Aber ich habe noch so viele Mascaras. Ich würde mir die sonst nachkaufen. Kann ich jedem nur wirklich ans Herz legen. So ein gutes und günstiges Produkt. Ich glaube, die kostet 3,95 Euro. Holt euch die. Definitiv. So, Favoritenprodukt. Und das letzte Produkt im Bereich der dekorativen Kosmetik sind diese Die-Make-Up-Abschminktücher, die ich mal in einer Glossybox Young drin hatte. Habe ich mir nicht selber gekauft, weil ich mir sowas auch nicht mehr selber kaufe. Ja, die habe ich halt genommen, um Fußnagellack zu entfernen. Beziehungsweise da sind noch welche bei mir in meinem Spender mit drin, weil die halt noch nicht komplett aufgebraucht sind, ne? Halt nur hier die Tüte. Ja, wie gesagt, ich kaufe mir sowas nicht selber. Sind aber zum Fußnagellack entfernt total super. Also da kann ich mich nicht beschweren. So, ich packe euch noch mit in das Gewinnerpaket von Benefit The Professional Pearl Primer. Das ist so ein kleines Pröbchen von 3 Milliliter. Aber es ist so ein Luxuspröbchen. Das heißt, man sieht hier auch eine kleine Tube. Und ich packe noch mit rein von Rival de Loop Young Perfect Manicure Helper. Damit kannst du deine Fingernägel etwas schöner lackieren und kommst da einfach vielleicht besser dran. So,
Jetzt kommen wir zu meinem Probenprojekt. Ich habe mir ja vorgenommen, 5 Proben pro Monat aufzubrauchen. Die Probe, die ich nicht aufgebraucht bekommen habe, ist die Foundation von Shiseido. Die ist noch hier irgendwo. Ich habe die irgendwie mittlerweile verloren. Ich muss mal suchen gehen. Aber dafür habe ich ganz, ganz viele andere Proben aufgebraucht. So, da habe ich aufgebraucht von Dermasense. Oder Dermasense, ja, medizinische Hautpflege, Chrono Retair Anti-Aging Augenpflege mit Koffein und Hyaluronsäure. Die hatte ich jetzt gerade erst in der Für-Dich-Box mit drin, beziehungsweise als ich bei Medpacks bestellt habe, als Gratisprobe mit dabei. Habe ich verwendet, als ich ultra trockene Augen hatte durch die Sonnenallergie. Habe ich hier aufgetragen und ich habe sogar auf meinen Hals aufgetragen. Hat super geholfen, wirklich geiles Teil. Werde ich mir vielleicht sogar in Originalgröße holen, weil er hat mich echt überzeugt. Von LR Health & Beauty, Beauty Diamonds Facelift Night Care habe ich dieses Pröbchen benutzt. Da habe ich ungefähr gar keinen Effekt bemerkt. Also ob ich das benutze oder nicht. Also das war jetzt nichts, was mich umgehauen hat. Von Douglas Hair Protein Repair hatte ich in einem Tauschpaket mit drin. Das ist mit Mandel und Shea. Und das ist so ein Set, das besteht aus verschiedenen Sachen. Das sind halt 3. Einmal das Leave-In-Cream. Die war ganz okay, hat jetzt aber auch nicht so unfassbar doll gepflegt. Also das war jetzt so okay halt. Ne? Also da habe ich jetzt aktuell von Fructis Garnier eine andere, die ist schöner. Protein Repair Intensive Mask. Die hat irgendwie meine Haare zum Fetten animiert. Das fand ich nicht so geil. Und Protein Repair Intensive Shampoo. Das war halt ein Shampoo, war okay. Hat alles super gerochen, war alles nett, aber wäre nichts dabei jetzt, was ich sagen würde, was ich mir nachkaufen möchte davon, weil mich nichts davon umgehauen hat. So, Aqua Delgada. Eine Parfümprobe habe ich leer gemacht. Nee, das riecht halt einfach nur männlich, das ist gar nicht meins. Also das war auch zu stark, zu männlich, zu herb, zu moschuslastig, zu nicht meine Welt. Die Verpackung kommt in den Verpackungsmüll, das Glas, den kommt in den Glasmüll. Zack, wir trennen hier. Von Prada, La Femme, Eau de Parfum habe ich dieses Pröbchen auch leer gemacht. Hat dezent und schön gerochen, hat aber im Extremfall, sage ich mal, also wenn ich doch vielleicht einen Pumpstoß zu viel verwendet habe, mir Kopfschmerzen bereitet. Das war mir dann doch ein bisschen zu heftig, deswegen ist noch ein Mini-Fitzel unten drin. Als Probe fand ich das in dem Sinne ganz cool, dass ich das To-Go mitnehmen konnte, weil das hat hier einen Sprühkopf dran. Dieses Parfüm ist aber so schnell verflogen und das hätte ich von einem Prada-Parfüm nicht gedacht. Also da hätte ich gedacht, dass es definitiv einen ganzen Tag hält oder so, wenn ich das morgens drauf sprühe. Nein, musstest du mittags nachsprühen. War blöd. Hat mich echt geärgert. Da habe ich von Uniqlo ein schöneres Parfüm zugeschickt bekommen. Das sprühe ich mir morgens drauf und es hält bis abends. Dann habe ich von Dr. Scheller ein Granatapfel-Gesichtspeeling gemacht. Das war ganz angenehm. Das hat mir gut gefallen. Man hat halt gemerkt, dass es wirklich Granatapfel ist. Also, dass es ne, halt auch wirklich natürlich ist. Du hast ein schönes Gefühl nachher gehabt und ja, hat meine Haut gut getan, hat mir gut gefallen. Von MAC Prep and Prime Skin Base Visage habe ich dieses Pröbchen leer gemacht. Das hatte ich in einem Adventskalender mal mit drin. Ich glaube, dass es nicht unbedingt ausschließlich als Primer zu verwenden ist. Ich denke, dass es halt auch wie eine Gesichtscreme verwendet werden kann. Ich habe das als Primer verwendet. Da war mir das schon sehr, sehr dickflüssig, hat aber das Make-up gut fixiert und gehalten. Also das ne, war schon in Ordnung, würde ich mir aber nicht in groß kaufen. So, dann habe ich auch aus der Für-Dich-Box dieses von Taoase Schlafgut, der Schlummerduft. Das war so ein Tuch, das nach Lavendel geduftet hat und ein bisschen nach Orange, aber hauptsächlich nach Lavendel. Und das hat super gut gerochen. Ich habe mir das so über meine Bettlampe gelegt und dann hat das halt im Zimmer den schönen Duft versprüht. Und ich finde, dass ich danach echt gut geschlafen habe. Also ich bin ja immer gegen diese Schlafdüfte, aber das war gut. Hat keine Kopfschmerzen gemacht. Dann habe ich von Ciaia eine Anti-Oxidation Tagescreme leer gemacht. Sonnenschutzfaktor 10 Low Protectant. Also das fand ich schon mal sehr merkwürdig, was da drauf steht. Das Produkt an sich hat mir gut gefallen. Hat gerochen wie dieses Honigschiebe-Eis mit Orange. Da habe ich mir auch noch ein Herzchen zugemalt, weil ich das lecker fand. So sehen da meine Notizen an mich selber aus. Geil. War in Ordnung. Hat auch Feuchtigkeit gegeben.
Würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil was soll ich mit niedrigem Lichtschutzfaktor? Das TINF. So, dann habe ich hier eine komplette Pflegereihe von Biotherm leer gemacht. Und zwar war ich da als Produkttesterin aktiv, habe ich nämlich zugeschickt bekommen und den Produkttest gewonnen. Das Live Plankton Elixier. Ja, das hat gestunken wie Sau. Wirklich. Also das war vom Geruch her überhaupt nicht meins. Das soll ja innerhalb von 8 Tagen das Hautbild enorm verbessern. Es hat bei mir nichts gemacht. Wirklich gar nichts. Sorry. Fand ich schade, ne? Also das waren halt wirklich so kleine Pröbchen. Ich habe das sogar, glaube ich, so über 8 Tage verwendet, weil ich habe die ganzen Pröbchen dann aufgeschnitten und in so ein Pöttchen umgefüllt, damit ich das halt auch irgendwie schöner verwenden kann. Und weil du hast da immer für morgens und für abends, für jeden Tag halt diese Anwendung drin gehabt, das habe ich mir halt umgefüllt, damit ich das besser verwenden kann und mir nicht alles zusifft. Aber alles in allem, das Produkt bräuchte ich jetzt nicht unbedingt in groß, auch wenn ich Biotherm echt gerne mag. Aber das hat mich jetzt echt nicht geflasht. Dann habe ich noch in dem Gewinnerpaket eine Leoparden Face Sheet Mask. Die ist doch mal super niedlich, oder? Die 5 Proben, bei denen ich mir fest vornehme, sie diesen Monat aufzubrauchen, also im Mai, ist von Cartier Déclaration Eau de Toilette, das Parfüm. Dann von Lancôme, das ist eine Foundation. Teint Idol Ultra Wear, ja. Ne? Das ist die Farbe 03 Beige Diafan. Kann vielleicht etwas hell sein, dunkel sein, Entschuldigung. Aber da nur so wenig drin ist, denke ich, dass ich das auch gut mit anderen Foundations mischen kann. Von Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream. Die hier. Von L'Oreal, das habe ich von der lieben Laura. Detox Maske Tonerde Absolue. Gesund strahlender Teint, 3 reine Tonerden und Aktivkohle. Und last but not least, auch von der lieben Laura aus dem Paket, von Garnier Wahre Schätze. Das ist so ein Leave-In für sehr trockenes, widerspenstiges Haar mit Argan, Mandelcreme, Arganöl aus Marokko. Ohne Silikone. Ja. So, das sind die 5 Produkte, die ich diesen Monat aufbrauchen möchte. Und last but not least packe ich in das Gewinnerpaket von Beauty Blends Shimmer Coffee Body Scrub with Coconut, Vitamins and Apricot Oil. Sehr, sehr geil holographisch, würde ich mal so sagen. So, damit haben wir euer Paket gepackt und meinen Müll eliminiert. Was du machen musst, um bei der Verlosung mitzumachen, ist einfach, dass du einen lieben Kommentar schreibst mit dem Hashtag pink. Und weil alle Produkte sind ja irgendwie pink, ne? Ansonsten würde ich einfach sagen, ja, schau in die Infobox, da steht nochmal alles Relevante drin zur Verlosung. Ich habe gerade das Piepen gehört, denn unser Essen ist fertig. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Aufgebraucht-Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich ganz doll freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!